Hey und willkommen hier zum Speedbuild, zum großen Finale, zur Magic Family Mansion. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute geht's weiter, nachdem wir letztes Mal hier das Bad eingerichtet haben. So sieht das aus. Und ja, mit cooler freistehender Dusche. Und heute geht's weiter mit dem Schlafzimmer hier der beiden Mamas. Ja, alle Infos zum Grundstück, die Größe, wie könnt ihr das downloaden, findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt da mal rein, falls ihr euch interessiert, falls ihr das in eurem Spiel haben wollt. Denn es ist jetzt fertig und es heißt, es gibt's jetzt auch in der Galerie als Download für euch. Und ja, das ist schon richtig schön lila und ich habe auch mal den lila Filter reingemacht, damit wir hier natürlich auch primär wieder mit Reich der Magie was Tolles zaubern. Ich habe mir gedacht, man kann ja diese Läufer, nenne ich es mal, ne, die man so schön zusammenstückeln kann, kann man ja hier verwenden für dieses Bett. Die sind so ein bisschen zickig, die sind meiner Meinung nach falsch rumgedreht, aber man bekommt es dann doch irgendwie hin. Ich habe jetzt nochmal probiert, vielleicht sogar einen hellen Boden reinzumachen. Ich finde aber, so Schlafzimmer dürfen gerne ein bisschen dunkler sein und auch das Holz, ne, das passt ja so gut zu dieser Leiste von der Tapete unten. Und ja, da gucken wir jetzt rein und ich habe mir überlegt, komm, wir machen da mal so ein Tisch hier noch dazu. Die gibt es ja auch aus Reich der Magie. Ich baue in dieser Reihe ja mit Reich der Magie, aber auch mit anderen Packs. Aber primär ist es natürlich schon hier ein magisches Familienhaus. Ich hatte ja auch schon Reihen, in denen ich quasi nur mit Reich der Magie baue, wie den Magic Tower oder das Magic Starter Haus. Und hier baue ich dann schon mit allen Packs, ja, aber primär dann schon Reich der Magie. Ich habe nochmal geguckt, was gibt es denn da für Lampen? Kerzen wären ganz schön gewesen, aber ich wollte so ein bisschen was Hochwertigeres haben. Fand jetzt aber die einen da viel schöner. Ja, die finde ich cool. Die sind richtig schön, passen da dazu. Auch so ein bisschen schnörkelig, bisschen Blümchen. Und habe ich den Weihnachtsbaum entdeckt durch den Farbfilter. Den gibt es ja auch in lila, schwarz und weiß. Und dann habe ich den mal hier reingestellt. Weihnachten steht ja vor der Tür. Und wenn das Haus jetzt fertig ist, dann ist das doch ganz schön, wenn man da auch noch so eine kleine Weihnachtsecke hat. Ja, fand ich ganz passend. So, ja, die besten Sachen kommen wirklich zufällig auch, das ist so. Ich habe jetzt geguckt, was gibt es denn für Vorhänge, aber so schöne gibt es da irgendwie gar nicht. Natürlich so ein bisschen lila könnte man machen, ist aber schwierig, weil es natürlich dann alles irgendwie lila ist. Die Wand und die Tapete auch, dann die Vorhänge auch. Und dann ist es nicht so schön. Deswegen habe ich hier ein bisschen Kitsch noch reingebracht in meine Weihnachtsecke. Ich habe mir gedacht, auch hier wieder so ein bisschen Schnörkelfaktor wäre ganz schön. Die sind eigentlich auch nicht so schlecht, weil die sind so ein bisschen heller. Aber da geht es wieder in den anderen lila Ton rein und das hat mir nicht so gefallen. Deswegen habe ich dann überlegt, okay, wenn wir schon zu dunkel sind, dann machen wir vielleicht mit so ein paar weißen Highlights das Zimmer so ein bisschen heller. Und dann habe ich diese Vorhänge hier entdeckt, die passen auch perfekt zu der Schnörkellampe und so, ja, einfach insgesamt zu dem ganzen Schnörkelkrams in diesem Zimmer, von der Tapete bis über die Fenster. Und jetzt habe ich noch so ein bisschen Grün gesucht, ein paar Pflanzen. Da habe ich aber nichts gefunden. Dann dachte ich, okay, so ein paar weiße Sachen würden hier auch nochmal einen schönen Kontrast hergeben. Und das Zimmer war wirklich schwierig für mich. Also ich habe da echt irgendwie lang auch rumgemacht und gesucht. Die anderen Zimmer im Finale sind mir da leichter gefallen. Und ja, das war schon irgendwie happig, ne? Auch von der Form her. Man hat kaum Stellfläche für Schränkchen oder irgendwas. Weil ja, das ist ja so ein Türmchenzimmer, das ein ringsrum natürlich auch Fenster, nur an diesen Wänden hier im Eck hat man die. Ich habe jetzt die Heizung hinter die Tür platziert, weil die Tür so schön mittig ist und dachte jetzt, da muss jetzt irgendwie eine Kommode hin, aber die kannst du da nicht vors Fenster stellen hier. Deswegen habe ich dann geguckt, da gibt es auch schöne Schränke aus Reich der Magie, dass man die vielleicht irgendwo reinstellt. Und dann dachte ich, hey, man braucht eigentlich beides. Das sind so schöne Schränke. Und dann habe ich probiert, die zu kombinieren. Ja, vielleicht kann man da ja quasi ein Möbelstück draus machen. Das sind ja alles Kleiderschränke. Und ich fand das dann ganz toll. Ich habe hier versucht, noch so einen Spiegel rein zu faken, aber das ging leider nicht. Der war zu breit. Und dann habe ich überlegt, hey, was könnte man da machen? Dieser Spiegel hat mir dann noch am schönsten gefallen, am besten gefallen. Und dann noch so Lampen rechts und links, ne, um das so ein bisschen buffetartiger zu machen, sage ich mal, ein bisschen mehr. Ja, jetzt geht es auch schon an die Farbgebung. Ich habe mir hier überlegt, Schlafzimmer ist eigentlich mal ein bisschen schwierig, aber das Magische, finde ich, kommt richtig gut raus, wenn man da so ein kaltes Weiß nimmt und so ein bisschen das düster lässt und dann vielleicht noch so ein paar Kerzen strahlen lässt. Ja, hier gibt es nochmal so ein Kräuterbuch. Das fand ich dann ganz passend zu meinen kleinen Pflanzen da am Fenster, dass ich das hier rüber stelle. Und jetzt habe ich nochmal geguckt, was gibt es in den Reich der Magie? Gibt es keine Deko richtig für den Tisch irgendwie so? Und dann habe ich die Lampen entdeckt. Die sind natürlich noch viel besser mit Feuerflamme, die da rauskommt. Ja, die ist auf jeden Fall magisch und auch die mache ich so kalt weiß.
Und ja, da kommt im Live-Modus dann eine Flamme raus. Fand ich ganz toll. Ja, aber wir haben auch die schöne reflektierende Tapete hinten. Und ich wollte noch so ein bisschen was Creepy-mäßiges reinmachen. Diese Voodoo-Puppe ist da natürlich perfekt dafür. Räucherstäbchen auch, ne, thematisch so ein bisschen was Besonderes, ein bisschen magisch. Die Urne fand ich auch total toll. Leider ist die ein bisschen zu fett für diesen Kleiderschrank, was es ja eigentlich noch ist. Oder Kosmetikschränkchen, wie auch immer. Deswegen habe ich hier noch so ein bisschen Deko gesucht. Auch hier natürlich farblich angepasst an die Farben des Zimmers. Holz, lila, so ein bisschen heller weiß und auch hier nochmal was. Das wird noch schöner. Ich dekoriere das noch ein bisschen feiner dann auch. Ich habe hier aber erstmal was probiert mit einem Regal. Ich bin ja immer auf der Jagd nach neuen Kombinationsmöglichkeiten, das irgendwie da einzubauen. Ja, es sah nicht so gut aus, aber probiert habe ich es deswegen. Ja. So habe ich das gemacht. Okay. Was habe ich gelassen dann, ne? Also einfach ausprobiert. Ja, jetzt habe ich nochmal was gesucht, nochmal so eine kleine Sitzgelegenheit, ne, wo man sich die Strümpfe oder so anziehen kann. Da habe ich auch nochmal überlegt, bleiben wir wirklich in dem Weiß oder machen wir das in diesem Holzton? Ich fand den Holzton auch ganz schön, weil die Fenster sind natürlich in diesem Holzton auch drin. Aber da das Bett so weiß ist, auch mit den Himmelbettvorhängen und die Bettwäsche und ja, wir jetzt auch schon die Vorhänge so toll ausgewählt haben, habe ich dann geguckt, dass ich das so lasse. Und erstmal probiert, was gibt es denn da noch? Weiß und das Holz vielleicht, dass man das irgendwie kombiniert. Einfach so eine kleine Sitzgelegenheit, aber die sahen alle nicht so gut aus. Die einen waren zu nobel, die anderen waren zu schlicht. Und dann habe ich eins gefunden, das hat so einen leichten Fliedertonstich mit drin beim Polster. Und dann habe ich das da vorgestellt. So, jetzt habe ich noch Stühle gesucht, genau. So eine kleine Sitzecke, dachte ich mir, die passt vielleicht auf die andere Seite noch ganz gut hin. Auch hier zum Klamotten drüber werfen oder irgendwie sowas. Ne? So ein bisschen was zu machen, das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, jetzt habe ich da nochmal geguckt. Hier gibt es ja auch noch einen aus Reich der Magie. Der ist auch wieder so schnörkelig, wie auch die Fenster und so alles. Und jetzt habe ich gedacht, okay, aber dann brauchte man hier vielleicht noch so eine Fensterbank. Ja, in Sims gibt es ja nicht wirklich Fensterbänke, weil die Wände so schmal sind, richtige Pappwände, dass man da gar nichts richtig irgendwie hinstellen kann. Jetzt habe ich da Regale genommen, die verkleinert und dann hier auch noch so ein bisschen verwendet. Und ich wollte einfach noch so ein bisschen Blümchen, habe geguckt, Blümchen an der Wand, hat aber nicht so gut gepasst. Jetzt habe ich da so eine Lampe genommen, die strahlt so schön nach unten. Und habe die da so oben über die Regale platziert, damit das nochmal angeleuchtet wird, ohne dass der komplette Raum eben hell wird. Ja, und jetzt gibt es da noch so allerlei Kuriositäten. Da habe ich natürlich geguckt, was gibt es da noch? So eine Statue, die habe ich genommen und verkleinert. Und einfach so ein bisschen crazy, creepy Zeug. Finde ich, passt da ganz gut. Irgendwelche Mitbringsel aus anderen Jahrhunderten oder so, was halt, was man sich so vorstellt, so eine Backstory. Ich stelle mir immer vor, wenn man das spielt, guckt man das an und dann überlegt man sich, hä, wo kommt das her? Und ja, das muss alles so ein bisschen magisch sein, alles so ein bisschen crazy, aber trotzdem irgendwie schön und natürlich family-tauglich. Also ein Familienhaus ist es ja auch. So, jetzt geht's hier noch weiter an die Details. Also hier wieder weiß. Dann doch als Hauptfarbe. Fand ich irgendwie schöner, ne? Kann man ja auch kurzerhand umfärben, falls man es doch braun besser findet. Ja, ich wollte noch so ein bisschen Grünzeug irgendwie mit rein haben und habe nochmal geguckt, auch hier fällt bei den Vorhängen, ob man da noch einen hinmacht. Aber der verhängt dieses schöne Buntglas und deswegen habe ich das weggelassen. Lichterketten habe ich mir überlegt, irgendwie so ein bisschen, ich habe einfach ein bisschen rumgeguckt, was gibt es denn hier noch? Kerzen, ja natürlich, die darf man nicht vergessen und die habe ich dann auch hochgelevelt, damit die da schön stehen. Leider haben die dann ein bisschen geschwebt, deswegen habe ich die reinplatziert, die Gläser könnten ja auch kürzer sein. Und hier wollte ich auch nochmal irgendwas Tolles haben. Was haben wir denn da noch, so ein Kristall, der wäre ganz schön, ne? Der ist richtig cool, der schwebt auch, also das ist auch ein magisches Deko-Objekt. Den habe ich dann davon ein bisschen verkleinert, auf die Fensterbank gestellt. Und ich wollte hier einfach auch noch eine Kerze, aber das Orange hat mir da gar nicht so gefallen. Dann habe ich die Kerzen hier noch gefunden, die kann man ja auch so schön in so eine Ecke stellen, ein bisschen weg vom Rest, damit es nicht ankokelt, gefühlt. Und hier musste noch ein bisschen mehr Teppich, ein bisschen mehr Teppich rein. Und dann habe ich das nochmal damit gemacht. Dann sieht es einfach ein bisschen gemütlicher aus alles, ne? Ja, jetzt habe ich hier trotzdem nochmal probiert, am Ende immer nochmal die Farben zu ändern, ob das irgendwie was ausmacht, ob das irgendwie gut aussieht oder ob ich da auf dem richtigen Dampfer bin, und dunkel hat es mir dann doch am besten gefallen. Sah auch ein bisschen geheimnisvoller aus, finde ich jetzt.
Und deswegen habe ich das so gelassen, wie das jetzt eben ist. So ein bisschen düster mit so ein paar hellen Ecken. Jetzt habe ich einen Tisch gesucht, ja, dass man hier nochmal so eine kleine Sitzecke hat. Da kann man vielleicht was lesen oder so. Vor das Fenster, wie gesagt, da kann man ja nichts stellen. Deswegen so ein Tischchen, so ein freies, ist dann okay. Dann kann man runtergucken ins Gewächshaus. Ich wollte dann hier auch nochmal so ein bisschen was Besonderes drauf machen. Ist gar nicht so einfach, da so magische Sachen, sage ich mal, zu finden, die da irgendwie cool aussehen. Ne? Also dass das insgesamt dann nicht wie ein x-beliebiges Schlafzimmer aussieht, sondern eben wie ein magisches Menschenschlafzimmer. So, jetzt heute geht's noch weiter. Wir machen unten noch das Katzenzimmer, wir machen noch das Kinderzimmer, wir machen noch den Kesselraum, bisschen was im Flur unten. Und ich habe da Geschenke entdeckt, die fand ich voll toll. Es könnten auch so Schuhschachteln sein oder jetzt auch zu Weihnachten, dass die Mamas, die wir ja erstellt haben im Livestream, da vielleicht schon die Geschenke eingepackt haben und die bunkern im Schlafzimmer, dass die Kids die nicht finden. Ich habe dann ja, die mal weiß probiert und fand das ganz schön. Jetzt habe ich dann, genau, hier gibt es nochmal eine Sitzgruppe, habe ich mir überlegt. Und ja, da habe ich erst versucht, so eine Eckbank, aber das geht leider vor das Fenster auch wieder. Und das Fenster können wir nicht mehr so verschieben, weil das mit der Außengestaltung dann nicht mehr so hinhaut. Ich habe mir dann gedacht, so eine Sitzgruppe fällt mit einem großen Tisch. Und da fing es dann auch an mit der Schwierigkeit, weil wir haben gar keine, ja, die sind viel zu klein. Und wir haben ja große Tische, aber die sind wiederum relativ groß. Ne? Das sind richtige Monstertische. Da gibt es so ein paar, die sind so ein bisschen filigraner, aber sehen dann vielleicht nicht ganz so gut aus. Den fand ich dann ganz toll und dann dachte ich, hey, man könnte mal was mit Schwarz, Weiß und Grau probieren, weil in diesem Zimmer hatte ich ja noch keine richtige Farbe, irgendwie keinen richtigen Style gefunden. Dann dachte ich vielleicht auch so in Grau. Wieso denn nicht? So ein bisschen schlichter und dann einzelne Objekte so ein bisschen leuchten lassen. Natürlich auch wieder mit dem Lila, das wir ja auch haben beim Weihnachtsbaum, ne? Schwarz, Weiß, Lila beim Weihnachtsbaum, auch bei den Girlanden, auch jetzt hier bei den Blumen. Hier noch so ein Bild, ne? Ein bisschen Magic. Feeling hier auch noch mit rein und dann habe ich mir das so angeguckt, nochmal den Stern richtig rumgedreht, dass der so in den Raum rein steht, ja, schaut, wie auch immer. Und ich habe nochmal den Purpurfilter reingemacht, um da einen Teppich zu finden, aber das ist wieder schwierig hier, Leute. Eieiei. Ja, alles passt irgendwie und irgendwie doch nicht und vergrößert, verkleinert. Das sieht jetzt wieder so schnell aus. Ich habe hier echt gefühlt irgendwie 10 Stunden gesucht, bis ich da mal geguckt habe. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht weiß irgendwie sowas. Den fand ich dann ganz schön. Das ist auch wieder dieses Schnörkel-Pflanzenthema dabei, was wir hier ganz stark haben in dem Haus. Und der ist trotzdem relativ schlicht und da habe ich auch nochmal einen gefunden. Deswegen fand ich das dann ganz passend, dass wir hier nochmal einen schönen großen Teppich auch haben. Der ist auch aus Reich der Magie. Ja. Ja, und jetzt noch so schöne Lampen da irgendwie drüber, dachte ich. Da muss noch irgendwas Cooles sein, irgendwas. Ja, dann bin ich so ein bisschen wieder zurück in den Mansion-Charakter und habe dann geguckt, was könnte man denn da machen, so ein bisschen hochwertiger. Dann habe ich am Ende diesen Kronleuchter da entdeckt. Den habe ich dann auch schwarz-weiß gemacht. Ich fand das ganz schön dann, ne? So im Flur, so eine kleine Sitzecke noch. Und dann habe ich nochmal die Tapete ausprobiert. Ich fand das so toll mit dem Grau-Weiß, dass ich das genommen habe und den Flur kurzerhand auch nochmal umgestaltet habe. Mit grauem Boden und grauer Wand. Und dann leuchtet das alles, was hier drin ist, noch viel mehr. Und ja, dann habe ich hier nochmal probiert. Der Treppenaufgang ist ein bisschen schwierig, weil unten haben wir das ja nicht mit dem Grau. Und ich fand es aber trotzdem dann besser, wenn es oben grau ist, ja. So, im Flur, da ist noch ein bisschen langweilig, habe ich noch ein Bild gesucht, da fand ich das ganz schön, das passt auch zum Stil, wir haben das Holz natürlich von den Türen hier weiterhin mit drin und jetzt gehen wir auch schon, hier habe ich was fürs Kinderzimmer kurz rausplatziert und hier gibt es noch so ein paar Bilder, dachte ich mir, die passen besser an die Schräge hier hin, ja, von irgendwelchen Urahnen oder so. Und hier gibt es noch Pflanzen, ja, so eine Pflanzenecke, die muss da jetzt auch wieder rein, ne? Dass man da einfach so ein bisschen nochmal was dekoriert in diese Ecke da am Treppenaufgang. Finde ich das ganz schön, so ein kleiner Indoor-Garten. Und da noch was Süßes obendrauf, wie gesagt, man braucht so ein bisschen was Buntes dann trotzdem noch. Und deswegen habe ich geguckt, dass ich da noch ein bisschen was Farbiges reinsetze, dass es nicht so trist eben aussieht. Ja. Da haben wir auch das dunkle Bad auch schon und da haben noch die Spiegel gefehlt. Die habe ich jetzt reingemacht und dann habe ich die Säulen hier entdeckt und dann dachte ich, hey, komm, so im Flur, da kann man die auch noch platzieren, dann sieht das nochmal krasser aus, ein bisschen mehr Mansion-Style und weniger wie so ein Papphaus aus dem Amiland. Ja, hier nochmal die Vorhänge dann, Vorhänge in Anführungszeichen, die Girlanden da nochmal angepasst. Und jetzt geht's weiter mit dem Kinderzimmer.
So. Ja, also im Kinderzimmer, da war ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache, denn ja, da habe ich so ein bisschen geguckt. Ich fand diese Farbe total toll mit dem Gold und so. Ich wollte es unbedingt irgendwie behalten. Und ich habe dann gedacht, okay, so die ersten Gehversuche, ich habe probiert, dann so ein bisschen das Waldthema reinzubringen, also so ein Naturkinderzimmer, weil das Grün halt ein schöner Kontrast ist und ich bin so ein bisschen immer, also es hängt auch von der Jahreszeit ab. Also, falls ihr das Video irgendwann später anguckt, es ist gerade kurz vor Weihnachten quasi und da baut man irgendwie automatisch, zumindest ich, Rot und Grün. ganz gern. Und deswegen habe ich mir überlegt, hey, man könnte das irgendwie so probieren, dass man das so ein bisschen in so ein Waldkinderzimmer macht. Also so ein bisschen magischer Wald, irgendwie die Ecke. Mit Wölkchen natürlich auch, die fand ich dann ganz schön. Und es ist ein Kleinkinderzimmer, muss man dazu sagen. Es ist ein Kleinkind hier noch. Und ja, da gibt es gar nicht so viel Spielsachen auch. Und ich fand den Frosch dann ganz toll. Das ist auch so ein magisches Element. Ne? Die Frösche braucht man für die Tränke und irgendwie sowas. So ein bisschen in die Richtung sollte das gehen. Und ich habe dann gedacht, komm, da machst du so ein bisschen was Cooles noch rein. So eine alte Truhe vielleicht dann auch. Und das kann man doch, glaube ich, dann ganz gut kombinieren mit so dieser Wand auch. Also, dass es trotzdem so ein Mansion-Kinderzimmer ist, aber trotzdem halt auch bequem, ne, mit so einem großen Teppich und sowas Buntes auch mit drin nochmal. Ich fand das Orange auch ganz schön, ne, vom Farbton, weil das hat so ein bisschen was von diesem Kürbis-Style. Und so Kürbisse sind für mich auch so magische Gewächse. Die werden ja riesig und ne, Halloween, Hexen, so ein bisschen die Verbindung. Und da ist für mich das Orange da ganz krass. Schwarze Katze gibt's nicht, dafür gibt's einen schwarzen Hasen und trotzdem auch Regenbogen. Fand ich ganz schön, einfach so ein bisschen was Kindliches dann auch noch mit reinzubauen. Ja, ich habe nochmal geguckt, was gibt es denn noch so für Deko-Sachen in grün und in dunkelbraun, irgendwas in die Ecke. Das wollte ich haben. Ich habe dann den Roboterkopf genommen, den entferne ich, glaube ich, wieder. Dann habe ich die Void-Kreaturen entdeckt und das passt natürlich auch, weil in Reich der Magie gibt es ja auch Begleiter, die auch Void-Kreaturen sind. Ja, da gibt es ja auch eine tolle Backstory, dass quasi die Void-Kreaturen, die in der normalen Welt, in der nicht-magischen Welt eben ja, auch bekannt sind, ne, durch diese Void-Kreaturen, aber die glauben nicht, dass es echte magische Kreaturen sind, sondern Spielzeug, aber die gibt es ja auch teilweise in echt. Ja, wie diesen Wolkentyp, den holen wir auch gleich nochmal raus. Wolkenskelett, Magier, wie auch immer. So, ja, ich habe jetzt hier so ein paar Schüchen noch platziert, die fanden das voll schön, so kleine Schuhe. Und ja, dann gibt es noch so genau diese Messlatte, die ist auch total schön. Mit so Waldtieren, mit so einer Eule auch, fand ich auch sehr magisch. Ich meine, man muss sich da so ein bisschen, ja, das vorstellen. Henry Puffer natürlich auch, ja klar, der Harry Potter von Sims. Und so ein paar, ja, gemalte Sachen. Und das sieht so ein bisschen verstörend aus, aber ich fand das ganz cool. Das passt irgendwie. Das Kind ist ja auch so ein kleiner Teufel, der ist ja schwarz und rot gekleidet und hat, glaube ich, auch rote Augen. Ich fand das richtig, richtig toll. Jetzt habe ich hier nochmal geguckt, das ist natürlich die Schranknische hier. Und ich fand das so süß, auch hier wieder mit den Waldtieren und wir haben das Braun mit drin und es ist trotzdem so kleinkindermäßig, ne, so, ich habe da was probiert zu stückeln, aber leider passt da die Säule nicht ran, weil die zu weit weg ist. Ich habe probiert, das mit einem anderen Objekt irgendwie zu kombinieren, aber das sah nicht gut aus. Ich habe es dann so rumgestellt, dass das Schwere hinten ist und das dann so, ja, treppenartig, stufig hier runter geht. Und dann habe ich mir überlegt, nee, man kann auch den Maldinger so schräg machen, dann kann man da so ein bisschen seitlich zum Fenster rausgucken und hat vor sich die Sachen, die man schon gemalt hat. Auch da, ne, mit viel Holz und so wieder, diese Tafeln, wo das Malzeug drauf ist, noch ein bisschen was crazy, creepy-mäßiges, wie das Gürteltier und diese Voodoo-Puppe, damit das auch so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen krank, aber so ein bisschen krasser halt aussieht, ne? Wie gesagt, ist wahrscheinlich so ein böses Kind. Ja, und das ist sein Kinderzimmer. Das ist auch die Void-Kreatur, den gibt es auch als Begleiter. Und die Kinder können ja keine Begleiter haben, deswegen bekommen die Kinder hier ihre Void-Kreaturen aus An die Uni. Sind die ja, diese Figuren. Und jetzt wollte ich da nochmal so ein, ja, ich habe da einen Bär dann genommen. Den fand ich ganz toll. Der ist schön, ne? Auch so ein Waldtier, so ein bisschen. Und dann habe ich aber den Vampir-Dinger entdeckt. Und dann dachte ich, hey, wenn der so ein bisschen rot und böse ist, dann passt der viel besser dazu, ja.
Okay, hier gibt es noch einen grünen Schmetterling und nochmal die Eulen, was ja auch total schön ist, eine Eulenmagier und so ein bisschen geht in die Richtung auf jeden Fall. Und ja, dann wurde so langsam das Zimmer fertig, ne? Also, dass ich dann quasi so meinen Stil gefunden habe dafür. Wald, Frösche, magisch, alles so ein bisschen, ja. Dann war ich auch zufrieden. So, da ist jetzt auch nochmal so ein Void-Geist. Und ja. Da gibt's nochmal einen, oder? Gibt's nochmal einen. Den haben wir dann als Figur genommen. Ein Töpfchen, genau, ins Badezimmer habe ich noch so ein kleines Kindertöpfchen reingesetzt. Und hier gibt's nochmal die Katze. Leider gibt's die nur in weiß, nicht in schwarz. Und das Devil vom Kaugummitier CC-Pack, das ich erstellt habe. Das Devil, Baddie Devil Edition vom Kaugummitier, die würde hier auch ganz gut passen. Ich habe mir echt kurz überlegt, mache ich ein Devil-Kaugummitier-Zimmer, aber ich habe dann doch gedacht, nie bei der Reihe baust ohne CC und deswegen, ja, habe ich das so gemacht dann letztendlich doch. Okay, einen schönen Holzboden habe ich noch ausgesucht, dass der sich hier nicht so die Knie aufscheuert hier. Den fand ich dann ganz schön, der ist so ein bisschen glatter, ne, und ja, den fand ich ganz gut. Ja, das ist ein bisschen freundlicher auch und passt farblich trotzdem. So, jetzt habe ich hier das Bad gemacht, beziehungsweise das WC. Viel Platz haben wir da drin nicht durch die breite Tür. Aber ich habe mir gedacht, komm, dann nimmst du halt auch den gleichen Stil wie drüben. Ist ja nur ein kleines WC und dann kann man da so ein bisschen was reinstellen noch. Ne? Es ist so, ist eine kleine Kammer, da kann man nicht so viel machen. Und deswegen gibt es da noch so einen Putzeimer und so ein bisschen was Deko-mäßiges rein, aber sonst kann man da auch nichts reinstellen. Sonst kommen die Sims nicht mehr ans Klo ran, ja. Da oben ist ja euer Community-Projektraum, der grüne. Also dann haben wir da jetzt das Schlafzimmer hier oben. Die Schlafzimmer alle haben wir fertig. Und unten haben wir ja auch schon, ne, so den Eingangsbereich und alles. Fertig Wohnzimmer. Und jetzt dachte ich mir, hey, man probiert hier mal was Besonderes. Und jetzt werden ein paar bestimmt sagen, oh, Daniel, diese Farbe gefällt mir gar nicht. Aber ich finde es cool. Ich habe noch nie so einen Kesselraum gesehen. Und irgendwie hat er auch seine Daseinsberechtigung. Der ist halt so ein bisschen lieblicher. Also dieser Kesselraum von mir, der wird so ein bisschen, ja, rosa, pink, ne? Und der wird so ein bisschen freundlicher, ja, das ist so der freundliche Zaubertrankkessel. Und ich habe dann gedacht, komm, das kann man richtig schön kombinieren mit so einem Blau, weil der Kristall am Kessel vorne ist ja auch blau. Und wenn man dann so rosa und blau macht, das könnte auch ein Babyzimmer sein. Aber dass man, wenn man das so ein bisschen dann wieder aufnimmt von Objekten die Farben, also vom Kessel, dann an der Wand und an den Vorhängen und so, dann hat man da eine schöne Farbgebung und der Kessel sieht einfach besser integriert aus in das ganze Zimmer. Ich fand die Vorhänge total toll. Die sind so ein bisschen leuchtender auch und ich wollte so, wie gesagt, so ein bisschen freundlicher alles machen. Deswegen habe ich die jetzt mal genommen. Hier gibt es sogar noch einen Besen. Lichterketten, ja, yeah, gibt's auch hier drin. Das ist ein freundlicher, geheimer Kesselraum. Der ist ja auch hinter einer Bücherregal-Geheimtür. Und ja, da habe ich dann eben mit dieser Farbkombination gespielt. Dieses hellblau-türkis gemischt mit diesem rosa. Ich habe ja noch so ein Ziegel oder sowas gesucht und habe ich das Blubber entdeckt. Fand ich auch voll toll. Das fand ich ein bisschen übertrieben, aber hat auch nicht wirklich reingepasst. Oder so ein Gitter, irgendwie so ein bisschen noch was. Aber das war auch nicht so schön. So Flaschenregale habe ich mir überlegt, na, wegen Tränke. Dann habe ich eben den Brunnen entdeckt. Der leuchtet so toll, vor allen Dingen im Innern, in Innenräumen. Und da könnte ja auch so Quellwasser rauskommen, ne, für den Kessel, das man da irgendwie braucht oder so. Deswegen habe ich den platziert, also den fand ich toll. Elternfreuden-Theken gibt es hier natürlich auch in diesem Hellblau. Und witzigerweise hat die Schränke da gar nicht angezeigt beim Filter. Die gibt es auch noch. Und da gibt es auch noch so ein paar, ne, Schüsseln und Gläser und sowas, ne, dass das so ein bisschen mehr noch aussieht nach Tränkeküche. Das ist ja hier der Fall. Und da habe ich noch so ein Regal reingestellt. Da dachte ich, da kann ich Tränke drauf platzieren. So ein paar Schöpflöffel, Kochlöffel gibt es hier auch noch. Und ja, dann noch so eine schöne Lampe natürlich auch. Mit so einem tollen Licht. Ja, da, die das richtig schön nochmal ausleuchtet. Ich will das erst verkleinern, aber die Lampen, die kann man ja schlecht verkleinern. Sieht irgendwie komisch aus. So ein bisschen über die Küche, damit dieses grelle Licht da noch so ein bisschen reinkommt. So ein bisschen magischer alles wirkt. Und ja, jetzt geht's hier weiter mit Deko aus dem Debug, bb.show Hidden Objects. Das darf man natürlich hier in diesem Zimmer auch nicht fehlen. Da gibt es sogar ein paar Tränke, Essenz des Lebens, vielleicht findet das jemand raus.
Und die Tränke habe ich natürlich rausplatziert. Die dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Aus Reich der Magie, die Tränke. Und den Orb habe ich hier noch gefunden. Und den fand ich dann ganz passend hier in der Mitte beim Eingang. Da muss der rein. Und ich habe mir überlegt, jeder kann noch in seinem Zimmer auch nochmal entsprechend einen Begleiter haben. Einen Orb für einen Begleiter, den man sich releasen kann, also freilassen kann. Und deswegen habe ich den auch nochmal in jedes Zimmer reinplatziert. Und dann habe ich gedacht, okay, hier oben muss auf jeden Fall der Lilane rein. Dann müssen wir unten im Eingangsbereich vielleicht den Blauen machen oder so. Das ist die Eule, der Blaue ist die Eule. Und das ist so der Beschützer der Tür so ein bisschen. Und jeder der Bewohner hat natürlich auch seinen Begleiter. So dachte ich mir das. Die Sims haben wir ja erstellt im Livestream. Könnt ihr euch auch runterladen, die Sims. Gibt es alles in der Galerie, auch das Haus jetzt. Und natürlich eure Zimmer für den oberen Raum. Ja, ich weiß. Das Showcase, das gibt es dann auch noch. Mit euren Räumen, die ihr gebaut habt. Die habe ich mir noch nicht angeguckt, zum Zeitpunkt der Aufnahme. So, ja, da habe ich jetzt so Tränke hochsortiert. Die dürften ja natürlich auch nicht fehlen. So ein bisschen halbwegs sortiert, wie es halt ging. Ja, das ist der Kesselraum. Danke euch für den Daumen nach oben, wenn ihr mir dafür eingebt. Oder für die anderen Räume heute. Ja, jetzt braucht es noch so einen kleinen Teppich, dachte ich mir, unter diesem blauen Eingang. Ich habe ja das so ein bisschen weiß gehalten hier unten, ein bisschen schlicht mit Holz und Weiß. Fand es dann aber hier auch ganz schön, wenn man da ein bisschen dann noch was reinstellt, sonst sieht das so langweilig aus. Auch hier ein bisschen was Magischeres, ein bisschen was Außergewöhnliches auf jeden Fall. Und das ja die Bücherregal-Geheimtür zum Kesselraum. So. Unten gibt es auch noch so ein kleines WC, das darf natürlich auch nicht vergessen werden. Auch hier nehme ich wieder meine Baddekoration mit rein. Ja, wir haben echt 4 Bäder hier drin, also 4 Toiletten zumindest. Die Teenagerin hat ihr eigenes Bad, oben haben wir das Hauptbad, ein kleines separates WC und hier unten gibt es auch noch mal ein Badezimmer. Und ich habe da sogar noch eine Dusche reinbekommen, auch wenn es ein bisschen knappig war mit der, ja, dieser Raumform, die macht mich fertig. Aber da hat es noch am besten gepasst. Und dachte ich mir, was kannst du denn jetzt da hinten in diese Ecke reinmachen? Da gibt es ja diese Theken, die so in dieser Dreiecksform sind, in Anführungszeichen. Und da kann man die da vielleicht so reinstellen, hat man da noch so eine Ablagefläche. Fand ich dann ganz schön, ganz passend, ganz praktisch, hier auch im Bad. Da kann man da ein bisschen Deko draufstellen. So, was mache ich hier? Da gibt es nochmal was. Spiegel, genau. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Sim im ganzen Land? Ach ja, und falls es euch heute noch niemand gesagt hat, ihr seid einzigartig, schön und einfach besonders. Das musste mal gesagt werden. Falls es euch noch niemand gesagt hat, jetzt hier von mir. Ich finde das eine ganz schöne Message, sowas immer mal wieder zu sagen. Ja. Ja, es ist so. Egal, was die anderen sagen. Ja. Ja, Handtücher gibt es auch noch und ja, so ein bisschen Blümchen in der Ecke. Ich wollte unbedingt noch ein bisschen Blümchen drin haben hier, ja. Deswegen kriegt das da hinten auch noch ein bisschen Platz. Ist ein bisschen ungünstig neben den Handtüchern, ich gebe es zu, aber ja, ist ganz gut. Okay, ja, der Flurbereich, der ist noch so ein bisschen langweilig, da wollte ich auch noch ein bisschen was gestalten. Jetzt sind wir auch schon im letzten Viertel gleich, ja, mit der blauen Tür. Also ich habe hier so ein paar blaue Elemente in dieses Zimmer hier doch noch mit eingebaut. Und das Katzenzimmer kommt jetzt noch. Ja, das Highlight. Ihr habt ja dafür euch ausgesprochen, dass wir ein extra Katzenzimmer auch haben. Hier ist auch nochmal die Eule auf dem Kamin. Man weiß nicht, lebt sie oder ist sie eine Statue? Magisch, it's magic. Und ja, gibt es noch so einen Brief draußen, so ein bisschen, dass da auch was vor der Tür rumliegt. Fand ich ganz gut. Ja. So, jetzt gibt es hier oben noch einen Frosch, genau, als Haustier. Ja, leider kann man die nicht verkleinern, ja, aber die passen gerade noch so da drauf. Der Kleine bekommt noch einen Frosch. Die Mama muss danach gucken, ja, die Mamas. So, ja, hier gibt es noch eine Garderobe, die fehlt natürlich noch. Schirmständer darf auch nicht fehlen. Ich wollte hier keine Kommode mehr reinstellen, weil es mir sonst den Platz raubt. Aber hier in der Ecke gibt es auch nochmal was. Ich fand das so cool. Eigentlich könnte man unter die Treppe auch nochmal ein Untergeschoss bauen mit einer Bücherregal-Geheimtür. Ja, überall Bücherregal-Geheimtüren. Sieht man auch gar nicht von außen, dass da noch was ist hier. Gut, beim Keller würde man es nicht sehen. Der Kesselraum, wenn man einmal ums Haus rumläuft, dann fragt man sich vielleicht, was ist denn da? Ja. Aber wir haben schöne blaue Vorhänge. Genau, da gibt es noch so einen Sessel, weil das da hinten ist das Katzenzimmer. Der Bewacher des Hauses hat neben der Tür sein Räumchen und da gibt es dann noch so einen Sessel, wo man die Katze quasi schön streicheln kann, wenn sie den Sessel nicht verkratzt. Nee, also das ist echt so ein
so ein schöner Ort nochmal, um sich hinzusetzen mit der Katze. Vielleicht kommen die dann raus, wenn man da hingeht. Und ja, es gibt ein teures Katzenklo natürlich. Die wird hier verwöhnt, die Katze. Und ich habe mir überlegt, schwarze Katze, ne, haben wir ja mit lila Fellschimmer, haben wir ja erstellt. Und dann gibt es hier auch das passende Spielzeug für die Katze dazu. Natürlich auch mit so einem Katzenstab. Der darf hier nicht fehlen und den habe ich rausgepackt. Ist echt ein enges Zimmer auch. Ein Futternapf, hier auch ein bisschen magisch, schwarz. Ich platziere mal gern zwei. Ne? Normalerweise hat man ja Futter und Wasser, aber in Sims gibt es das nicht. Die müssen nur ja, essen. Und hier gibt es noch ein bisschen Zeitungspapier drunter trotzdem. Habe ich noch geguckt, so Wanddeko, da muss es irgendwas noch geben oder irgend so ein Teppich oder irgendwie so ein Pfötchen als Eingangstür oder so. Dann habe ich den Katzenteppich entdeckt, den fand ich dann ganz toll, dass man da vielleicht so ein bisschen dann, ja, das markiert, das Revier. Und das ist das Falsche, das für Hunde, das ist das für Katzen, die Leckerlis. Genau, die schwarze Katze natürlich auch als Deko-Objekt hier draußen. Ja, und die Tiervorhänge. Und da kann die Katze, fand ich ganz toll, so nach außen gucken und so am Eingang beobachten, wer kommt denn? Und wenn dann ein Feind kommt, ein Vampir oder so, dann springt die raus und verzaubert den. Ja, von der Story her so ein bisschen, ja. Ah, das Bild ist total schön mit der Katze, die sich da hangelt. Ich fand auch die Pfötchen ganz toll, aber irgendwie waren die mir ein bisschen zu kitschig dann. Jetzt wollte ich hier nochmal irgendwie so einen bequemen Platz machen, wo die Katze irgendwie sich drauflegen kann oder, ne, so ein bisschen schlafen kann. Ich habe in dem Moment gar nicht an das Tierbett gedacht. Das ist so, es gibt ja auch noch ein Tierbett, das baue ich aber jetzt gleich auch noch ein. Und ich habe noch so ein paar Kratzer an der Wand platziert, so ein bisschen was, ne. Und ich wollte da noch so eine Kommode hinmachen, damit man da eben noch diese Leckerli draufstellen kann. Jetzt habe ich das Katzenklo da ins Eck so verschoben, weil die essen ja nicht dort, wo sie scheißen. Und deswegen ja, müssen die ein bisschen Abstand haben. Und hier gibt es auch noch mal ein bisschen lila, blassblau. Und da noch so ein bisschen ausgerichtet, dass die Katze da auch überall rankommt. Genau, die Leckerlis kommen oben drauf. Es gibt noch so ein bisschen Beleuchtung, sowas Magisches. Aus Outdoor-Leben ist das Ding. Und jetzt das Tierbett. Und dann dachte ich, oh nein, ist doch voll groß. Nimmst ein kleines? Nee, wenn das so eine verwöhnte Katze ist, muss eigentlich das Große rein. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du jetzt mit den Futterschüsseln? Sessel kann auch hier rüber. Dann machen wir die Futterschüsseln dahin. Das wird schon klappen. Ja, das wird schon klappen. Ja, da muss klappen, oder? Klappt das? Ich hoffe doch. Ich hoffe es. Ich habe es noch nicht getestet, muss ich zugeben auch. Ja, die Katze machen wir, was sie wollen. Dann habe ich das. Das will ich. Heißt das Bild, ja, mit baby.ignore-gameplay-unlocks-entitlement kann man sich diese Freischaltungsdinger hier holen. Normalerweise, ich glaube, Tierarztkarriere oder Tierarzt-Tierpflegefähigkeit oder so, bekommt man die erst. Und es sind so schöne Bilder, auch noch schwarze Katzen, ne, und dann hier auch noch in diesem Zimmer, da fehlt sowas noch. Und dann habe ich die hier platziert und so eine Statue, die wollte ich hier auch nochmal reinhauen. Ja, damit der einfach noch so ein bisschen verwöhnter aussieht, der Kater, ne. Ich weiß gar nicht, ist ein Kater oder eine Katze? Keine Ahnung. Kätzchen, gibt's das Wort? Ich habe das noch ein bisschen dezenter gemacht hier mit dem Teppich dann. Und ja, ich glaube, wir haben es jetzt. Da ist sie doch, die Katze, genau. Ja. War jetzt ein bisschen schnell. So, da ist euer Zimmer unbedingt. Und das ist jetzt das Letzte, was ich, glaube ich, mache. Das Pavillon. Da muss natürlich noch ein schöner Tisch hin. So ein bisschen so ein Wahrsagertisch. So ein Gartentisch natürlich, so aus Holz, in Weiß. So ein tolles Licht auch, ne? Und dann gibt es noch diesen Steinkreis aus Reich der Magie, der richtig schön leuchtet, auch bei Nacht. Und da gibt es dann tolle Schnörkelstühle drumherum. So ein bisschen Gartenmöbel-Style. Finde ich voll gut. Voll gut, oder? Das Pavillon hinten. Toll, toll. Auch eine Idee von euch aus der Community, wie so vieles in dieser Reihe. Es ist echt toll. In der Mitte kommt noch wie so eine Wahrsagerkugel nochmal so ein Begleiterorb dazu. So, jetzt gucke ich nochmal drum rum. Was fehlt noch? Ist hier noch irgendwas hier? Irgendwas unsauber? Irgendwas noch nicht so fertig? Säulen habe ich mir überlegt, ob ich die über zwei Stockwerke mache. Kann man jetzt da machen. Ich habe es aber so gelassen. Ja, dass da noch ein bisschen mehr Schnörkel ist. Also, das ist meine Magic Family Mansion. Das Ding ist fertig. Das Ding gibt es jetzt in der Galerie als Download. Und jetzt kommt nochmal ein Rundflug. Der ist ein bisschen langsamer. Wir waren gerade auf 280% Geschwindigkeit. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf 140 oder so.
Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, könnt ihr mich supporten über die Kanalmitgliedschaft. Dann, ja, guckt mal rein unter dem Button Mitglied werden oder dem Link in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank. Wir fliegen jetzt hier rein. Schöner Aufgang, schöne Treppenwegkonstruktion hier, leuchtende Orbs beim Reinfliegen. Und ja, da ist dann der Eingangsbereich. Wir haben einen schönen Kamin. Wir haben mit Eule, wir haben eine geheime Wand hier, der erste Raum, der Kesselraum. So sieht der aus. Sehr schön, gefällt mir, oder? Ist abgenommen, die blaue Tür. Hier haben wir noch ein kleines WC, mit Dusche aber auch mit drin. Ja, dann hier die Garderobe, ne? Und natürlich hinten nicht zu vergessen das Katzenzimmer mit Sessel davor auch. Ja, hier fühlt sich die Katze wohl, die magische Katze, oder? Ist das schön geworden? Dann geht's weiter durch den Torbogen in den Hauptwohnbereich. Mit Wohnzimmer, modernem Fernseher trotzdem, paar Orbs in den Bücherregalen. Schöner alter Plattenspieler ist hier auch mit drin. Und eine tolle Küche, wie ich finde. Die ist echt gut geworden, ja. Wisst ihr noch am Anfang mit dem Weiß oder was hatte ich da gemacht? Das war nicht so toll. Ja, eine schöne Küche. Und dann das Esszimmer. Schön auch in diesem Türmchen unten drin. Natur pur, richtig schönes Wald-Esszimmer. Mit Ausgang nach außen, ja, zum Brunnen. Hier geht's auch nochmal runter. Da haben wir diese tolle Ebene mit diesem Steinobjekt aus dem Baby.show Live Edit Objects Modus. Und ja, Bienchen, Brunnen draußen. Und das ist das Gewächshaus. Auch sehr magisch, auch beleuchtet extra. Und auch schon bepflanzt mit allerlei magischen Pflanzen. Ja, die Alraunen sind auch mit dabei. Hier der Kräutervorgarten, sag ich mal dazu. Und da haben wir dann so eine kleine Schaukel für die Kinder. Mit lila Baum. Die Musik dazu ist auch toll, oder? Ja, das ist die letzte Magic-Reihe hier. Manometer vorerst mal. Das letzte Mal hören wir die Magic-Musik. Und das Pavillon ist hier auch noch. Ja. Yeah. So. Und da gibt es dann weiter durch die ganzen Lavendelberge, die sich hochschlängeln bis zum Haus. Und jetzt geht's ins Treppenhaus. Ja, geht schneller durch die Wand. Da kommt man schön hoch über so eine Ecktreppe. Stehst du denn da im Bademantel rum? Dann haben wir hier den Weihnachtsbaum, den Flurbereich in Schwarz-Weiß mit Lila so ein bisschen. Blümchen gibt's hier überall. Das erste Zimmer ist euer Zimmer, Community Breakdown. Gibt's hunderte von euch für euch in der Galerie unter dem Hashtag Magic Family Mansion, alles zusammengeschrieben. Dann hier das Creepy Black Red Girl Zimmer, bisschen punkig, auf jeden Fall krass auch. Eingerichtete Zeitschriften, alles so ein bisschen jugendlicher, aber trotzdem, ne, die Magic spürt man hier mit rotem Orb und rotem Bäumchen. Ja, oh genau, das Badezimmer hier noch vergessen. Das ist ganz in Schwarz, das ist auch der Kleine drin, der, oh, die roten Augen. Das schwarze Badezimmer, das gehört ihr. Und ja, dann gehen wir zurück. Kommt schon die Abspannmusik, ich bin noch längst nicht fertig. Das ist die eine der beiden Mamas. So, dann haben wir hier das Badezimmer, oh, voller Kontrast, ganz hell, blau. Freistehende Dusche, schöne Schnörkelbadewanne. Und auch mit Kindertöpfchen, alles dabei. Tolle Abflusskonstruktion. Made by me. Und dann haben wir hier so ein kleines separates WC. Und hier das Kinderzimmer im Wald-Style. Magisch mit Froschteppich und echten Frosch und Wald-Messlatte. Gruseligen Tieren und Zeichnungen. Und ja, ja. Und jetzt das letzte Zimmer. Hier das Elternschlafzimmer der beiden Mamas. Ja, und das seht ihr auch schon. Ich habe hier heute das Builders Gonna Build T-Shirt an. Gibt's auch für euch. Im Merch-Shop habe ich designed. Noch viel mehr mit euch zusammen. Und ja, auch für eure Sims gibt's das Ganze als CC, als Download kostenlos. Einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Simfans.de/merch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen. Das war die Magic Family Mansion. Ich bin Daniel von Simfans.de. Ein weiteres Projekt, das abgeschlossen ist damit. Auch für euch als Download in der Galerie. Ganz viel Spaß damit. Jetzt könnt ihr wieder kommentieren, was ihr euch noch wünscht an neuen Reihen. Vielen lieben Dank und bis dann. Macht's gut. Euer Daniel. Ciao.